Yo, was geht ab, Freunde? Die Prinzen am Start hier. Neuer Tag, neue Woche, neues Glück. Diesmal verlieren wir zwei Autos in einem Video. Richtig schön, das sieht richtig fruchtig aus, gerade in der Halle bei uns. Wir haben ein schönes Rot, ein schönes Blau, zeige ich euch sofort. Als allererst, schau mal diesen BMW hier an. Ist auf jeden Fall eine ausgefallene Farbe. Ist nicht die gleiche wie auf meinem Audi, aber die hat einen krassen Effekt auch, wenn man sieht. Sieht man es in der Kamera? Ja, und dann gehen wir jetzt zum Porsche. Ich zeige euch mal, was ich alles im Porsche ausgebaut habe. Ich habe das schon mal gezeigt in einem Video, aber jetzt zeige ich euch nochmal in diesem Video, damit ihr das seht. Jetzt haben wir hier diesen schönen Porsche Panamera. Der wird in einem schönen Satin Blue, ja, wird einen schönen Seidenblau aufgemacht. Albers meinte, das ist wohl irgendeine Plastikfarbe, gefällt dir nicht, aber ich feiere die Farbe sehr. Jeder hat seinen Geschmack. Schau mal von innen. Ja, hier kannst du sehen, wir haben hier die komplette TÜV-Verkleidung raus. Die Griffe ausgebaut, die Außenspiegel ausgebaut, die ganze Scheibe mit raus, die ganzen Leisten hier mit raus. Der Wagen ist einfach nackt gerade. Da könnt ihr mal sehen, was wir uns für Arbeit hier machen, um das perfekt hinzubekommen für die Kunden. Dieses Gummi geht auch hier raus gleich, dann kann man das schön hier reinmassieren, kann man alles schön abmachen. Die Griffe sind sehr aufwendig bei dem Porsche Panamera, werde ich euch gleich zeigen. Gehen wir mal nach vorne. Und wie immer natürlich bauen wir die komplette Stoßstange ab, bauen wir die Spritzdüsen für die Xenon-Scheinwerfer. Scheinwerfer sind auch komplett ausgebaut, alles wird schon ausgebaut. Ja, und so viel dazu. Fangen wir an? Okay. Murder, 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 murder. I've been on some shit. On some shit, yeah. Cause I've been on some shit, on some shit, yeah. Yeah, yeah, yeah. I've been on some shit you ain't fucking with. Yeah, came in it like I just woke up and I'm late for the day shit. Fuck that shit. Yeah, my feet on the earth, but my head in the sky with the spaceships. What you know about the killer, what you know about the killer and the fish scare? And the fish what? You can smell it through the bag, I'm about to get you high like Denzel. To tell the truth, I'm so truthfully addicted, I cannot define the root of what it is consuming me and keeping me so dark that I cannot repent. I got a feeling sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. How I keep from going under. I really wanna get high, cause I've been on some other shit. You mother. Yeah, you can find me up in your metropolis with a little Jeffrey Dahmer up in my pockets, just popping off at the mouth like a popular politician. Cause I've been on some shit the illusion. Nehmen wir mal an, das wäre jetzt Autolack, okay? Ich tue das mal, wie gesagt, einfach erstmal auf den Tisch kleben hier ein bisschen. Schön raufkleben. So. Nehmen wir mal an, das ist jetzt Autolack, okay? Schau mal hier die Linie. Du hast hier keine Kratzer, nicht, oder? Die sind zwar ein bisschen vom Tisch und so, aber das sind keine richtigen sehbaren Kratzer. Okay? Ja. Das hier, das braune hier, ist jetzt die Folie. Die Folie, die auf dem Wagen raufkommt. Ja? Hier ist mein Cuttermesser. Ich schneide jetzt einmal eine Linie von hier bis hier, okay, durch. Wenn ich diese Linie geschnitten habe und die obere Folie abziehe, heißt das, dass ich darunter keine Kratzer haben darf. Und zweitens, wenn ich durchschneide, dann gehen beide ab. Also beide werden gerissen sein. Hm. Also wenn ich die danach abziehe, habe ich hier einen Riss drin. Wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich den Lack nicht zerkratzt. Okay? Was ist es? Noch jetzt? Hast du? Ja. Guck mal, jetzt abgeschnitten. Zack. Okay. Jetzt ziehen wir das ab. Siehst du irgendwo Kratzer? Das ist kein Kratzer, das ist alles hier nur ein bisschen die Übergänge. Aber jetzt, warte, jetzt schauen wir jetzt. Siehst du Kratzer? Nein. Nee. Und wenn ich die Folie abziehe, sind die immer noch in einem Stück. Ja. Hätte ich jetzt durchgeschnitten, wäre das hier auch kein Stück mehr. Dann wäre das mit abgerissen. Und ihr habt gesehen, auf der Folie ist kein Kratzer. So viel für die Leute, die immer sagen, ja, der schneidet auf dem Lack, der kratzt den Lack von dem Fahrzeug. Leute. Ja. Es gibt Leute, die kratzen den Lack vom Fahrzeug. Gibt es. Überall, es ist klar. Aber es ist dann jemand, der noch nicht dieses Feingefühl hat zu schneiden. Also wir schneiden wirklich mit viel Feingefühl. Wir haben hier teure Autos, wir haben hier Luxuskarossen. Ja? Da darf man sich das nicht leisten, weil wenn man sich das einmal erlaubt und zweimal erlaubt und dreimal erlaubt, dann irgendwann hat man einen schlechten Ruf. Sag mal, wie man ein Cuttermesser am besten hält. Es gibt Leute, die halten... Es gibt verschiedene Situationen, wo man ein Cuttermesser hält. Aber wenn ich auf einen Lack schneide vom Fahrzeug, okay,
dann halte ich mein Cuttermesser. Dann halte ich mein Cuttermesser nicht so. Ja? Weil so hast du zu viel Druck drauf. Man hält das Cuttermesser so. Man gibt. Also man hält es von hinten, damit die Last von alleine ganz leicht auf der Folie drauf ist. So, man packt den Zeigefinger ein bisschen rauf und dann guck mal, man zieht einfach nur. Siehst du das? Kein Druck. Siehst du, wie leicht meine Hand ist? Ja. Man hat keinen Druck drin. Wenn du zu viel Druck hast, guck mal, wie schön es geschnitten ist. Siehst du das? Ja. Wenn du zu viel Druck hast und es so hältst, wenn du es nicht kannst und anders hältst, dann hältst du es zum Beispiel so von so hier, wie ich es jetzt mache, so. Ja? Schau mal. Das wäre jetzt der Lachmann. Ja, da muss man durch. Weil irgendwann baut man ein Feingefühl auf. Das ist, so arbeitet man, wenn man noch kein Feingefühl hat. So. Dass man das hinten festhält. Aber ich kann ja schon so schneiden. Guck mal, ich halte es auch von vorne fest. Aber ich habe trotzdem schon Feingefühl dafür, okay? Zack. Hier. Nur die Folie ist ab. Ja. Während hier ohne Feingefühl. Der Lack mit das wäre schon vorbei. Gut, jetzt mache ich das weiter hier. Halte ich das doch schnell zu, Albers, aber bevor ich es zuschneide, damit ich meine Ruhe gleich habe beim Schneiden, zeige ich mal ganz kurz an dem Porsche, was wir gemacht haben an dem. Alles, was krumm ist, natürlich muss immer schwarz werden hier, komplett. Der Wagen muss einmal noch schön sauber gemacht werden. Das Dach wurde komplett schwarz foliert. Alles funktionsfähig, hier sind die Außenspiegel. Diese Lufteinlässe wurden komplett schwarz lackiert auch. Ja. Die Blinker mache ich jetzt gerade. Ja, und jetzt ist fast, der Wagen fast fertig. Jetzt kommen noch hinten die Porsche-Embleme rauf. Und dann würde ich mal sagen, Albers, gibst du dem paar Capon. Gib mal bitte ein Feedback. Was gefällt euch an dem 5er? Was gefällt euch an dem Porsche? Nicht vergessen, die Glocke anzuschalten. Unser Kanal abonnieren. Schön supporten. Support ist kein Mord. Und kommentiert mal, seid ihr eher Team Blau oder Team Rot? Interessiert mich auf jeden Fall. Und ich würde mal sagen, Albers, gib mal dem Porsche. Look. Damn, I love your bad America. Nobody Ferragamo on me. Probably let the party know the narrow on me. I'ma shoot. Got that barrel on me. I got black on black on black apparel on me. Girl, I know you see me lurking. Yeah. On some L'Oreal shit, I know you worth it. You a head case, baby. Wonder where you learned it. Looking for a student, I be